Gut, das war das. Weil ich muss doch denken, meine Ressourcen sind nur für den Kampf beschränkt. Ich sehe gerade, ich habe 3 Ermächtigungen pro Charakter. Das ist auch nicht schlecht. Ich frage mich eigentlich, wie das bei ihm funktioniert, damit die Ressourcen auffüllen. Oh, eine interessante Kapuze. Gutes Schwert. Hat mehr Genauigkeit und alles. Oder hat mehr Durchschlagskraft. Der Rest kann erstmal da rein. Was hat sie noch? Nicht mehr viel Besonderes. So, sie auch nicht. Waffenmäßig. Jetzt will ich gerade mal gucken. Ah ja, der Bug ist immer noch da mit den Übersetzungsfehlern, wie aus dem ersten Teil. Macht mir jetzt nicht so großartig viel aus. Ich hoffe mal, sie patchen das irgendwann nach. So. Oh, das Gladiatorenschwert ist gelb. Das heißt, das Schwert kann weg. Das wehe das mal an. Müssen wir eine bessere Quote finden, aber bis jetzt ist die gar nicht mal so schlecht. Mit Wahrnehmung, Religion und Tiefblick. Gut. Was trägst du eigentlich? Ein eigenes Kettenhemd. Ach ja, und ich habe dir den Schädel da gegeben. Das heißt, du könntest eigentlich mal auf dein erstes Ding zurückwechseln. Die Donnerbüchse sieht lustig aus. Na, bleib mal lieber dabei. Gute Pistolen haben wir ja leider nicht. Nein. So, dann befreien wir dich noch. I owe you a debt too large to repay, Stranger. Ich schulde dir viel, um es zurückzahlen zu können, Fremder. Ringt mit den Händen und schenkt dir ein zitterndes Lächeln. How did you ever find me all the way out here? Did Inalis send you? Wie hast du mich überhaupt so weit hier draußen gefunden? Hat den Inalis dich geschickt? Wer? Friend from the wild mare in Nekitaka. You know, or maybe you don't. Well, never mind that. Ein Freund aus der wilden Meere in Nekitaka. Du weißt schon. Oder vielleicht auch nicht. Naja, ihm auch egal. Ein tiefes Erröten kriegt über seine faltigen Wangen. Those steel-garrot zealots have been after me for decades. Good riddance. Die Stahlgarotte-Fanatiker sind schon seit Jahrzehnten hinter mir her. Ein Glück, dass ich sie los bin. Und was ist meine Belohnung angeht? Ah, yes. Yes, indeed. Ah, ja, ja, in der Tat. Seine Aufmerksamkeit wird plötzlich von einem offensichtlich faszinierenden Fleck auf dem Saum seiner Robe abgelenkt. Du bist pleite, oder? Yes. Unfortunate business mishap. You know how it is, I'm sure. Ja, ja, unglückliche Geschäftsmisere, du weißt schon, wie das ist, da bin ich mir sicher. Er kichert nervös und verdreht den Saum seiner Robe in den Händen, dein Blick meidend. Also bin ich den ganzen Weg zum Sass hier rausgekommen. Well, not nothing. You did save my life after all. Nun ja, nicht nichts. Du hast ja immer mein Leben gerettet. Perhaps I could make it up to you. You have a ship, yes? Of course you do. How else would you have gotten to this benighted island?
Vielleicht kann ich dir es wieder gut machen. Du hast ein Schiff, oder? Natürlich. Wie sollte ich denn sonst auf dieser gottverlassenen Insel gestrandet sein? Er verlagert sein Gewicht rastlos und unruhig von einem Fuß auf den anderen. Let me join your crew. Nimm mich in deine Mannschaft auf. Ja, was könntest du mir als Mitglied bieten? It's no secret I'm an old man. Now, I might not be able to hoist a mainsail any longer, but I've picked up a thing or two about navigation in my decades of traveling. Es ist kein Geheimnis, dass ich ein alter Mann bin. Nun, ich wäre zwar nicht mehr in der Lage, das Hauptsegel zu hissen, ich habe aber auf meinen jahrzehntelangen Reisen das ein oder andere über Navigation aufgeschnappt. Er springt auf seine Fersen zurück, wobei jedes Wort schneller als das vorherige heraussprudelt. And I don't care much for coin, I can tell you that. An extra ration of rum here and there and I'll be perfectly contented. Und mich interessiert Geld nicht wirklich, so viel kann ich dir sagen. Eine Zusatzration rum hier und da und ich bin wunschlos glücklich. Ja, was hat es das mit der Probe von der Inquisitorin auf sich? After what you did for me, well, I suppose you have the right to hear the truth of things. The whole truth, rather. Nach all dem, was du für mich getan hast, ich denke, dass ich das Recht habe, dass du das Recht hast, die Wahrheit zu erfahren. Eher die ganze Wahrheit. Oswald räupert sich theatralisch. You remember that the Deerwood was once a colony of Adir, yes? Well, I was one of the first colonists to set foot on that benighted continent. Oh, ein alter Dürrwälder. Du wirst dich sicher erinnern, dass der Dürrwald als eine Kolonie vor dir war, oder? Nun, ich war einer der ersten Kolonisten, die Fuß auf diesen gottverlassenen Kontinent gesetzt hatten. When it became evident the Deerwood intended to revolt, I took their side in the War of Defiance against the country of my birth. Als klar wurde, dass der Dürrwald eine Revolte beabsichtigte, stellte ich mich im Trutzkrieg auf ihre Seite und somit gegen mein Geburtsland. I'm sure you'll be astounded to learn the powers that be in Adir didn't much like that. The Steel Garrot's been after me for my grave transgression ever since. Ich bin mir sicher, dass du verblüfft wärst, zu erfahren, dass es den Mächten in dir nicht wirklich gefallen hat. Die Stahlgarotte war mir seitdem wegen meinem schweren Verstoß auf den Fersen. Das war vor über 150 Jahren, sie haben dich die ganze Zeit gejagt. Du bist für das eingestanden, was du geglaubt hast, das ist bewundernswert. Das würde eher auch wieder ein Paladin sagen. Ich bin beeindruckt, wie du so lange überleben konntest. Zwinker, man könnte sagen, dass du dir ein kleines, tiefes Grab geschaufelt hast. Ich hätte dich von diesen Kultisten umbringen lassen sollen. Nehmen wir das Erste. Those Steel Garrot Hounds are relentless. Diese Stahlgarottenhunde sind unbarmherzig. But it should be a couple of years before they find me again, thanks to you, at least. Es dürfte aber ein paar Jahre dauern, bis sie mich wieder aufspüren, dank dir. Zumindest hoffe ich das. Seine Schultern sacken zusammen. Dann willkommen an Bord. Navigator kann ich gebrauchen. Danke, mein Freund. Ich schulde dir doppelt was. Er schenkt dir ein breites Grinsen und steht auf einmal eine Handbreite größer da. Oh, ist da der Schnellausgang? I'm here. At once. Ja, Tatsache, da ist ein Ausgang. Aber ich bin hier unten ja noch nicht fertig damit, mich umzuschauen. Also ja. Ich habe Oswald von den Entführern gerettet, die ich sehr getötet habe. Oswald wurde von einem übereifrigen Kult von Voidikanern gefangen gehalten und wegen Einbruch vor Gericht gestellt. Ich habe Oswald gerettet und seinen Führer getötet. Ich sollte mit ihm über eine Belohnung reden. Ja, das war nicht schlecht schon mal. Und wir sind Voidika-Anhänger losgeworden. Also bleierne Schlüssel. Affen. Verseucht? Untote. Viele Untote. Oh je. Yes? That's not very helpful.
So, das macht schon mal Spaß. So, jetzt könnt ihr ordentlich angreifen. Jetzt hat Alof sie nämlich mal ein bisschen runtergeprügelt. Okay, das tut ein bisschen weh. Happy to oblige. I hear you. Jo, das sind Untote gewesen, also Hüllen. Nein, nicht Hüllen. Ach, wie heißen sie nochmal? Ah, ist Untote. Das Wasser strudelt mit dem Gewimmel und sieht ein kleiner Maden. Ah. That looks complicated. Öl der Verlockung. Wir müssen mal brauchen. Angesichts der dicken Staubschicht auf dieser Steinplatte wurden sie in letzter Zeit nicht genutzt. Ja, aber hier ist noch was versteckt. Oh. Eine Geheimkammer mal wieder. Oh, mit Schätzen drin. Eine Kette mit exakt 5 Azata-Muscheln, die speziell ausgewählt wurde, da sie gleich wie ein Ei dem anderen und daher viel wertvoller sind. Ja, so ein Ding ist 20 Kupferpanz wert. Also dürften wir hier 40 Kupferpanz gleich dazu kriegen. Was ich nicht kontrollieren konnte. Aber vielleicht in der nächsten. Wir haben jetzt 8,70. Also hintere Stelle. Die sind jeweils 5 wert. Also müssten wir ein gutes Stück an Geld kriegen. Ja. Von 8,70 auf 1,45. Und hier nochmal. Schlacke und ein bisschen was anderes. Also ja, ein bisschen Geld haben wir hier rausgekriegt. Was ich schon mal als nicht schlecht bezeichnen kann. Kann ich mir mal kurz diese Viecher in meiner Enzyklopädie die angucken. Ah ja, Gefäße heißen sie. Es gibt auch Geister und Primitive. Ach, im Salzwasser. Achso, das sind andere Kategorien. Hups. Wiedergänger. Rottgast. Genau. Was steht denn dazu? Hüte dich der ertrunkenen Gestandenen. Erbarme dich der armen Seemänner, der Angler und der Kamealmuscheltauchern, die in einem Pechsfall den wasserbürtigen Schuft einnehmen, ein Parasit, der im Tote zugreift. Sie sind als Rotgatten bekannt. Das sind die Leichen, die fortwährend herumwandern. Sie stinken und verfaulen, ihre Haut krustet von den Knochen ab, während in ihren Innereien eine Infestation gedeiht, die stetig alles von den Lungen heraus verzehrt. In der ersten Phase der Inkubation entwickelt eine Quellung aus 1000 Würmern, die von den Gedärmen zur Zunge herauf aufwallt. Das ermöglicht eine Übertragung durch Erbrechen und wässrigem Ausfluss. Bei späteren Phasen des Einnistens kommen pralle, einfach zu platzende Tumore, geschwärztes Blut, Würmer, die sich unter der Haut winden und ein kompletter Verlust jeglicher motorischer Funktion. Leider gibt es kein bekanntes Heilmittel außer die völlige Zerstörung des Körpers. Ja. Oh, hier ist Bug, ein kleiner. Und das sind die verseuchte Variante. Die ist ein bisschen stärker. Oder hat halt die Spezialfähigkeit da, mit der sie der ganzen Gruppe halt Schaden gemacht hat. So, wir waren hier noch nicht fertig. Ah, da sind wir ja zum Glück gleich fertig mit dem.
bullied our camp. Ah, hier geht's dann doch noch ein bisschen weiter. Granate und eine Betäubungsbombe. Edda, du bist Sprengstoffmeister. Rautai-Schuppenpanzer. Ah, nö.